Ja, hallo Herr Lienhardt, schön, dass Sie heute hier sind, um sich mit mir über das Thema Glaube und Wissenschaft zu unterhalten. Professor Dr. Fritz Lienhardt ist seit 2006 als Professor für praktische Theologie in Heidelberg mit Schwerpunkt auf Pastoraltheologie und Kirchentheorie tätig. Was würden Sie denn sagen, warum heute eigentlich noch Theologie studieren? Dafür gibt es viele gute Gründe. Der erste Grund ist die Breite von diesem Fach. Es gab vor Zeiten ein Anfängerprojekt, das hieß von Hammurabi bis Habermas. Hammurabi ist ein assyrischer König vom Anfang vom 2. Jahrtausend vor Christus. Habermas ein, soviel ich weiß, lebendiger Philosoph. Theologie beschäftigt sich eben mit all diesen Bereichen von der Denkgeschichte. Zweite wichtige Dimension ist, in der Theologie lernt man zu argumentieren und umzugehen mit Einwänden. Das heißt eben dann auch, dass auf diesem Weg sie lernen, auch mit den eigenen Zweifeln umzugehen. Der Glaube ist immer überwundener Zweifel. Und deswegen eben muss man eben zum Glauben leben selbst auch lernen, mit Theologie umzugehen. Von Blaise Pascal stammt die Formulierung, etwas Wissenschaft führt weg von Gott, viel Wissenschaft führt zu Gott zurück. Schade ist, wenn man dazwischen stecken bleibt. Eine dritte Dimension ist, es ist immerhin ein spannender Beruf. Das heißt, als Pfarrer, Pfarrerin, aber auch als Religionslehrerin, sind sie da, wo das Leben aufhört, banal zu sein. Bei der Geburt von einem Kind, bei einer Liebesgeschichte, bei einem Sterben. Würden Sie sagen, dass in der Welt, die immer säkularer zu werden scheint, es auch schwerer geworden ist, Theologie zu studieren? Ja, es war aber immer schon schwierig. Denn Theologie kommt ja zu sich selbst in Gegenwart von Fremdheit. Die Theologie erlebte eine erste Blüte, als sie sich konfrontierte mit Griechentum. Dann gab es patristische Theologie, also die Kirchenväter. Theologie kam zu einer zweiten Blüte, als man sich konfrontierte mit Germanentum. Mhm. Dann gab es Scholastik. Und dann mit Aufklärung, mit Kulturen über See, heutzutage eben dann mit säkularer Theologie, mit unterschiedlichen Milieus, die, von denen einige auch kirchenfern sind, mit Konfrontation mit einer neuen Kultur, nämlich die digitale Kultur. Es wird ja immer wieder gesagt, Reformation ist eine Tochter vom Buchdruck. Was ist die Tochter vom Internet? Da wird es neue Gestalten eben geben von Christentum und die sind aktuell eben zu denken und zu entwerfen. Also in dem Sinn würde ich sagen, Konfrontation mit Fremdheit, das ist uns familiär. Würden Sie es eher als Chance sehen, als eine Gefahr? Ja, und sowieso in Bezug eben zu Europa. Wir sind ja die Einzigen, die eine gewisse Säkularisierung erleben. Weltweit ist Christentum in einer Expansionsphase. Es wird nur so sein, dass die Gestalten von Christentum von der Zukunft anders aussehen werden, als was wir kennen. Die Kirche, wie sie aktuell besteht, wird sich verändern. Und die Frage ist eben dann, wie elastisch die Kirche ist, dass sie die neue Gestalten von Christentum in sich aufnehmen kann. Aber wenn ich schaue, wie meine Kolleginnen und Freunde an den Kirchenleitungen reagieren, bin ich eigentlich nicht sehr pessimistisch. Aus meiner Erfahrung im Studium gibt es so zwei Gruppen von Zweiflern, die einem so begegnen im Alltag, wenn ich auch erzähle, dass ich Theologie studiere. Da gibt es auf der einen Seite die sehr frommen Kommilitonen und Kommilitoninnen oder eben Freunde und Bekannte, die Angst haben, dass das wissenschaftliche Arbeiten eher kontraproduktiv ist für den Glauben. Und dann wiederum gibt es andere, die sagen, Theologie, das ist doch keine Wissenschaft, ob es Gott gibt oder nicht, das wissen wir doch überhaupt nicht. Auf was basiert denn das, was ihr da so macht im Studium? Ich hatte mal das Gespräch mit einem Physikstudenten. Er sagte, wenigstens in der Forschung, in der Physik, hat man Ergebnisse, nicht wahr? Und ich habe ihm dann gesagt, ja, das ist so eine Art zu denken in frühen Jahren. Irgendwann wird das Menschliche wichtiger. Und dann braucht man anderes eben, also mehr Geisteswissenschaften, also dieses Objektivierende, Quantifizierende, nicht wahr? Denn auf das reduziert sich die Erfahrung des Menschen nicht. Und dann ist es eben wichtig, eben Wissenschaft, den Wissenschaftsbegriff zu erweitern und eben einzuschließen, die Dimension eben von Reflexion auf zum Beispiel Glaubenserfahrungen. Das heißt eben, Theologie ist nicht die Wissenschaft von Gott, ist aber die Wissenschaft von der Art, über Gott zu reden. Und es ist eben immerhin so, dass Religion ein zentrales anthropologisches Phänomen ist, das es gilt zu untersuchen. Würden Sie sagen, hier in Heidelberg an der Universität lassen sich diese beiden Dimensionen, Glauben und Wissenschaft, die ja
schon ab und zu auch mal im Spannungsverhältnis stehen können. Die lassen sich hier gut miteinander vereinen, gut ausleben. Ja, schon einmal, denn jede Professorin, jeder Professor hier an der Fakultät ist mit Kollegen konfrontiert aus Humanwissenschaften, aber auch aus Naturwissenschaften. Also das gehört eben dann zum Alltagsgeschäft, dass man sich mit diesen Einwänden konfrontiert. Und das gilt auch glücklicherweise für die Studierenden, sei es nur in der Mensa. Immer wieder werden sie dann herausgefordert, zu ihrem Fach und zu den Glaubensdiskursen dann auch zu stehen. Und das prägt den Geist. Denn dann kann man eben noch einmal nicht in sich selbst geschlossen bleiben, sondern muss Rechenschaft geben über seine Hoffnung, mit dem Neuen Testament gesprochen. Das ist eine Dimension. Die andere Dimension ist, an unserer Fakultät gibt es die Ausgrabungen. Da konfrontieren sie die biblischen Texten mit den Realgegenständen, in denen sie entstanden sind. Die Interdisziplinarität zum Beispiel auch im Neuen Testament, wo sehr eng gearbeitet wird mit Gräzistik, mit Antikwissenschaften. Also das ist da in diesem Rahmen spannend, aber auch bei den Historikern. Die arbeiten sehr eng eben dann auch mit anderen Historikern zusammen. Die systematische Theologie bei uns ist geprägt von Ökumene, das heißt international veranlagt. Und das ist verstärkt durch die Gegenwart von einer Professur, die eine Brückenprofessur ist, mit der Amerikanistik. Wenn Sie Interesse haben an Internationalität, kommen Sie zu uns. Da haben Sie Amerika faktisch im Haus und Frankreich. Nicht wahr? Eben mit mir. Und die praktischen Theologen hier im Haus sind die einzigen, die auch aktiv sind in der zweiten Ausbildungsphase im Predigerseminar. Ja. Das heißt, hier gibt es keine praktische Theologie im akademischen Sandkasten. Die praktische Theologie hier wird immer geprüft anhand von den Erfahrungen von Vikarinnen und Vikaren. Also in dem Sinn gibt es da verschiedene Kennzeichen von unserer Fakultät, die Sie auf diese Weise in keiner anderen bundesweit finden können. Und auch das universitäre Leben drumherum, die vier Universitätsgottesdienste und so. Ja, genau. Eine schöne Verbindung von Wissenschaften. Ja, genau. Das heißt, dieser Aspekt eben von der Peterskirche, das ist ganz zentral für unsere Identität. Es gibt ja diese Formulierung im Mönchtum: Selig ist, wer denkt, bevor er handelt, und betet, bevor er denkt. Dafür haben wir die Peterskirche. Das ist doch jetzt auch ein schönes Schlusswort für unser Video heute. Dankeschön nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann würde ich jetzt so schließen. Sehr gerne.